herzlich willkommen zu Weihnachtspost, dein Adventskalender bei OK54. Heute basteln wir Weihnachtskarten und die können Sie zu Hause ganz einfach nachmachen. Was Sie dazu benötigen, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir brauchen Papier, Kleber, eine Schere, Klebeband, Glitzersteine, Dekospray, Spitze und Stifte. Diese Weihnachtskarte ist sehr einfach zu gestalten. Die meisten Utensilien haben Sie bereits zu Hause. Und auch wenn Sie kein Bastelpapier haben, eine Zeitung oder Werbung lassen sich immer finden. Zuerst zeichnen wir unser Grundmotiv auf. Wir entscheiden uns für einen Weihnachtsbaum. Der wird nun ausgeschnitten und bildet unsere Basis. Wir schneiden nun längs verschieden große Streifen aus. Das untere und das obere Teil sind die wichtigsten Stücke. Diese kleben wir zuerst auf, damit sie uns eine Orientierung geben. Nun füllen wir die Lücke mit verschiedenfarbigen Papierstreifen aus. Die kann man auch kreuz und quer kleben. Einen Stamm bekommt der Baum natürlich auch noch. Natürlich kann man in den Farben und Formen variieren. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Weihnachtsbaum ist fertig. Super, das hätten wir geschafft. Für unsere nächste Karte benötigen wir Dekospray und eine Schneeflocke. Eine Vorlage von so einer Schneeflocke finden Sie auf unserer Homepage www.ok54.de. Eigentlich braucht man keine Vorlage. Man kann Form und Muster auch so rausschneiden, wie man es gerade mag und danach schauen, was daraus geworden ist. Aufklappen. Platt drücken. Auf der Karte platzieren. Und sprühen. Ein paar Sekunden warten und abziehen. Diese Karte ist auch noch relativ unspektakulär. Die peppen wir auch noch auf. Wir brauchen ein paar Glitzersteine, mit denen wir unsere Vorlage bekleben können. Es gibt auch selbstklebende Steine, aber wir kleben sie heute mit Flüssigkleber auf. Wir füllen das Motiv so aus, dass keine Lücken entstehen. Und wenn doch, dann rücken wir mit dem Bleistift die Steine in die gewünschte Position. Puh, geschafft! Das ist eine ganz schöne Pielarbeit, aber es lohnt sich. Noch ein netter Weihnachtsspruch und fertig. So eine handgemachte Weihnachtskarte sieht nicht nur ganz gut aus, sondern kommt auch von Herzen. I wish it never end. I wish it never end.
time of